Grüß euch gut. Hey, zeig euch mal, warum das Ganze mit dem Neubau. Ihr wisst ja, ich habe meine Werkstatt aktuell in dem Garagenkeller. Und da gehen wir jetzt mal runter. Herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Ich bin der Helmut. Die mir auf Instagram folgt, den Link zu Instagram tue ich unten in die Videobeschreibung einmal ein. Das ist vielleicht ganz interessant, weil ich da unwahrscheinlich viel spoilert. Und die mir folgen, die wissen, dass ich eigentlich vorhabe, eine neue Werkstatt zu bauen, und zwar wirklich einen Neubau zu machen. Ich habe da hinten dran an meiner Garage, die ist so im Hang drin, also einen alten Schupfer. Den Schupfer, den möchte ich wegreißen, die Bodenplatte herstellen und da einen neuen Raum, 30, 35 Quadratmeter groß, mit einem Pultdach, einen neuen Raum drauf machen, und das soll meine neue Werkstatt werden. Nicht wie so viele andere YouTuber geht es mir um das, dass meine Ansprüche gestiegen sind und ich eine neue, größere Werkstatt brauche. Nein. Mein Problem ist, egal was ich da herunten baue, ich muss das da über die Treppen irgendwie raufbringen. Weil so kleine, schöne, kleine Sachen geht's, aber immer wenn man was Größeres machen möchte, ist halt das einfach schwierig. Und heuer würden viele Projekte anstehen, die ums Haus einfach machen können. Ein neues Zufahrtstor für mein Grundstück, das Ganze möchte ich aus Metall, Holz und elektrifizieren mit einem Antrieb, und das Ganze halt alles selber basteln. Es wird halt schwierig, da herunter irgendwas zu schwarzen und dann da aufzuzeigen. Und vor allem ist es halt dann einfach schwierig zum Filmen. Und darum möchte ich das da hinten machen. Und ich zeige euch jetzt das einmal, was ich mir da vorstelle. Und dann fange ich später an, um Tipps und Informationen und Hilfe, wie ich was machen soll und am besten machen kann. Das soll das Ganze werden. Das möchte ich abreißen und da möchte ich das neu bauen. Jetzt nehme ich einmal aus dem Stativ und führe euch ein bisschen rum, was ich mir da so vorstelle. Bis jetzt ist da Rasenmäher, Schubkorn, Holz, da habe ich Leitern. Da übrigens unten drin ist meine Werkstatt. Da geht ein, sagt man das? Da geht ein Kabel raus, das geht da rein, und da herin, da habe ich sogar Starkstrom. Das ist jetzt so ein Raum. Und das möchte ich komplett abreißen. Das neue soll höher werden über den Fenstern, 10 Grad. Und die ganze, diese Wand auch bis hier vorne. Das warten da drin ungefähr 35 Quadratmeter. Und jetzt zeige ich das außen auch. Das ist jetzt der alte Schupfer. Und den toten Bereich möchte ich natürlich mit einbeziehen. Das heißt, die Mauer, die Außenmauer, kommt da rauf und die läuft eben da schief. Ich blende euch jetzt dann da mal einen Grundrissplan ein. Da sieht man dann die schräge Außenmauer und die gerade Außenmauer. Das heißt, die zwei vom Grundriss, die zwei Außenmauern, sind nicht parallel, sondern eine steht schief. Jetzt, wenn ich da oben ein Pultdach drauf mache, bleibt mir eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wie ich das sehe. Weil fürst bleibt ja das Pultdach, das heißt, oben die Seiten bleibt ja gleich. Das heißt, ich hätte dann, wie heißt das, fallende Traufe an die Zimmerer. Ich glaube, bei einem 10 Grad Winkelgefälle vom Dach, glaube ich, mache das nicht viel. Ich werde dann einfach eine fallende Traufe machen. Ich wüsste nicht, wie mein Problem ist dann bei der fallenden Traufe, wie ich die, wie heißt das, Ausklinkungen an den Sparren, einmal ganz oben und einmal unten, Kerven, glaube ich, heißen die, wie man das irgendwie am besten anzeichnet, wenn diese Außenmauer schräg verläuft, wie man das da drauf anzeichnet. Da brauche ich auf alle Fälle dann Hilfe von einem Zimmerer
machen möchte ich das grundsätzlich eigentlich alles selber. Das ganze Pflaster alles rausreißen. In dem Teil da innen drin war eine Bodenplatte betoniert. Die möchte ich vergrößern. Ausgraben und die Bodenplatte vergrößern. Das ist ja alles verdichtet. Der Boden, da brauchen wir nicht mehr Alter. Das heißt unten Folie. Dann werde ich das Hüttehit oder was in die bestehende Bodenplatte Eisen einkleben, Eisen auslegen, Schallung bauen, betonieren. Und wenn das fertig ist, die Hütten bauen. Ein schönes Platz. Da vorne ist Donau. Das ist unser kleines Bachal. So, gehen wir wieder in die Werkstatt. Bevor wir jetzt über das, wie ich das Ganze baue, vorhabe, reden wir nochmal über das Warum. Ich habe das erklärt, ein Grund ist die Treppe. Der nächste Grund, ursprünglich, bevor ich meine Werkstatt runtergemacht habe, war das mehr oder weniger da in Holzlager und da draußen das Reich von meiner Frau. Da hat es für den Garten die ganzen Sachen, Blumenerie, Blumen, 1000 Blumentöpfe und wisst ihr ja eh, was man da alles braucht für den Garten. Ständig komme ich da in Konflikt damit, ich würde mich ständig auch irgendwie erweitern und so weiter. Es ist halt einfach schwierig. Dann stelle ich irgendwie Holzplatten vor ihr Regal hin, genau an dem Tag muss dann da rein. Also, wir kommen uns da ganz oft ins Geil und das ist eben ein weiterer Grund. Weiterhin habe ich ja schon gesagt, ein paar Projekte an, Thema Schwarzen. Ich habe da herin einen richtig geilen Kunststoffboden herin, zur Verlinke gleich einmal, für eine reine Holzwerkstatt, Garage und so weiter, perfekt. Aber ich habe halt jetzt vor, auch ein bisschen Metallbearbeitung zu machen, Schweißen, und wenn da Schweißperlen irgendwie anfallen, dann schmilzt man der Boden. Das ist nicht in der Sache. Da muss ich sagen, das ist aber jetzt nicht irgendwie großartig ausschlaggebend, weil nämlich ich auch in die neue Werkstatt, ursprünglich habe ich gemeint, ich mache da nur einen Betonboden, tue den irgendwie versiegeln, Epoxidbeschichtung drauf und so weiter und mache den Schweißplatz dann da rein. Habe mich aber auch wieder dagegen entschieden, ich werde den Schweißgeschichte, Metallbearbeitung, komplett von mir daheim auslagern. Und da zeige ich jetzt dann auch warum. Da uns die Situation mit dem bösen Virus aktuell gerade ein bisschen lahmlegt, nutze ich die Möglichkeit und führe euch einmal ein bisschen da rum. Und dann kann ich auch hinterher erklären, warum ich mein neues Werkstattprojekt eigentlich verwirkliche und warum ich das so mache. Also, da geht mir einer. Das ist das Ganze. In dem Raum. Ein bisschen so Regalierung, Aufputzschaltermaterial, Sicherungen, Unterputzschaltermaterial, Montagematerial. Das ist der Eingang. Wieder, da habe ich eigentlich noch jede Menge Platz. Und da sieht man schon mein Schweißzubehör. Und genau daher mache ich meine Schweißecke, meinen Schweißplatz. Und darum brauche ich das zu Hause nicht mehr. Also da kommt der Schweißplatz her. Da gehen wir gleich raus. Das ist mein Kabellager. Das ist mein Hintereingang, Hinterausgang. So schaut es da aus. Da hinten in dem Schupfer, da kennt man noch zwei so Schupferplätze, Garagenplätze. Wie man sieht, nutze ich auch da raus, da habe ich auch noch Plattenmaterial und ein wenig Holz. Das Ganze, da habe ich noch große MDF-Platten stehen. Da hat einmal jemand gefragt, das Regalprojekt, verlinke ich mal, also das Sideboard-Projekt, wenn ich das fertig mache, das muss ich jetzt fertig machen, stimmt. Steht da unten. Im Moment habe ich meine Mitarbeiter beurlaubt. Im Moment weiß ich nicht so recht, was wir da sollten.
Im Moment hänge ich einen Elektrikermantel einmal an den Nagel. Ich glaube, man kann das verstehen, warum ich das so mache. Ob das so bleibt, steht natürlich wieder auf einem anderen Blatt. Im Moment ist es jetzt so angedacht. Die erste richtig selber Bau, die nicht irgendwo einzeln, sondern das richtig selber Bau von Grund auf das freue ich mich unwahrscheinlich. Ich hoffe, es hilft mir mit Ratschlag, mit Tipps, mit Kommentaren und ich hoffe natürlich, vielleicht kommt der eine oder andere vorbei, dann mache ich auf dem Mass eine schöne Brotzeit und ein wenig einen halben Arbeitstag, war doch eine Sache, oder? Lustig, die verrückt machen, bis die Tage, servus, pfiat euch, ciao.